Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich euch mal unsere Kreativboxen vorstellen. Ich werde immer mal wieder danach gefragt und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein Video dazu. Also früher auf unseren Bastelpartys war es oft so, dass die Gäste gesagt haben, oh, habt ihr nicht so ein kleines Starter-Set? Ich weiß gar nicht, mit was soll ich anfangen? Und jetzt eben vor einiger Zeit hat Stampin' Up! Diese Boxen eingeführt, die eben als kleines Starter-Set dienen sollen, eignen sich aber auch perfekt als Geschenke. Aber auch meine Vielbastler kaufen diese Sets. Also es ist jetzt nicht nur an die Neukunden gerichtet, aber in erster Linie. Genau. Es gibt unterschiedliche Boxen. Ich habe heute zwei Stück für euch mit dabei. Das gibt einmal Kartenboxen und einmal Kreativboxen. Da ist auch ein Stempelset mit dabei. Fangen wir mal bei der Kartenbox an. Ich habe jetzt einfach mal irgendein Set ausgewählt. Hier gibt es immer wieder verschiedene. Welche es aktuell gibt, müsst ihr einfach auf der Internetseite von Stampin' Up! Nachschauen. Unten in der Infobox verlinke ich es euch auch. Also die Produkte gibt es immer, solange der Vorrat reicht. Kann sein, bis ihr drauf schaut, dass es dieses Set eventuell nicht mehr gibt. Dafür gibt es bestimmt dann andere. Also bei diesen Kreativkartenboxen, da ist es so, in dem Fall gibt es jetzt 9 Karten, das heißt, ich habe 9 Umschläge, ich habe 9 Karten, 3 verschiedene Designs. Man hat in dieser Box alles mit drin, was man braucht, damit man diese Karten basteln kann. Wenn ich das Ganze öffne, habe ich auch immer eine Anleitung mit dabei, wie ich diese Karten basteln kann. Ich kann die natürlich aber auch anders gestalten. Ich kann sie auch kombinieren mit Stempelsets, die ihr vielleicht schon zu Hause habt oder von uns habt. Aber hier, ich habe jetzt mal die ersten Karten gebastelt. Das wäre schon alles mit drin. Ich habe jetzt hier kombiniert mit Französisch und Deutsch, mit Merci. Ich denke, das kapiert jeder. Deswegen habe ich hier den französischen Spruch genommen. Hier habe ich mal Englisch-Deutsch kombiniert. Hier habe ich nur einen deutschen Spruch. Da ist es so, dass diese ganzen Herzen zum Beispiel rausgedrückt werden. Da hat man am Anfang sowas. Das heißt, diese ganzen Herzen, die ich da rausdrücke, kann ich natürlich auch wieder zum Verbasteln hernehmen. Also meistens, wenn ich die Box verbastelt habe, ist immer noch Material übrig, wo ich für andere Dinge dann hernehmen kann. Wie gesagt, das sind jetzt die Karten. Da gibt es diese ganzen Sprüche eben dann in verschiedenen Sprachen. Die sind einfach nur zum Rausklipsen. Wir haben Klebepads mit dabei, in dem Fall ja, so kleine Rauten, Strasssteinchen, ein Band. Also alles, was ich brauche, damit ich diese 9 Karten basteln kann. Ich finde das ein sehr schönes Set. Mal schauen, wie lange es gibt. Genau. Diese Sets sind natürlich ein bisschen günstiger, weil da eben kein Stempelset mit dabei ist. Die Box selber könnt ihr natürlich auch schön dekorieren und verschenken. Also da passt auch gut was rein. Also bitte die nicht wegwerfen. Dann haben wir hier noch eine zweite Box. Da habe ich jetzt einfach mal das Geburtstagskartenset rausgesucht. Und ich habe es euch ja schon gesagt, der Unterschied ist, ich habe hier nicht nur das Material für die Karten dabei, sondern eben auch einen Acrylblock. Der ist zwar ein bisschen anders wie unsere normalen, also unsere normalen haben ja hier immer so einen Eingriff, zeige euch mal. Die sind natürlich vom Handling her noch etwas höher in der Qualität, aber nichtsdestotrotz tut es dieses Ding auch, gerade zum Basteln von dieser Box. Und wenn man eben schon viel Bastler ist, dann freut man sich immer, wenn man einen zusätzlichen Acrylblock hat und nicht immer umbauen muss. Also der ist da dabei. Dann sind hier jetzt Geburtstagssprüche, alles Gute, gute Wünsche, hip hip, lass uns feiern, nachträglich, wünsch dir was, kommt bei mir zum Beispiel auf Gutscheine drauf, alles Liebe zum Geburtstag. Also wenn ihr auf der Stampin' Up! Seite seid, dann seht ihr immer vorne dieses Produktpaket und hinten welche Stempel mit drin sind. Ja, hier haben wir auch Klebepunkte, 3D-Pads, Strasssteinchen. Da sind eben diese ganzen Etiketten schon ausgestanzt, die man einfach nur raustun muss, dann bestempeln muss. Und auch hier ist für die Karten eben alles mit drin, genauso die Umschläge. Es ist auch ein kleines Stempelkissen mit dabei. Das ist gerade schon am Anfang ganz gut. Da reicht dieses kleine auch. Natürlich ist auch hier wieder, dass die großen Stempelkissen von der Qualität her einfach noch besser sind. Oder vom Handling her, sage ich jetzt mal nicht von der Qualität, sondern vom Handling. Weil ich halt einfach großflächiger stempeln kann. Aber für den Anfang ist das auf jeden Fall eine super Sache. Und da habe ich jetzt mal eine Karte damit gebastelt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das
schimmert so im Hintergrund. Naja. Ja, es glitzert so ein bisschen, gell? So eine 3D-Karte. Ist alles so ein bisschen erhoben, könnte man da hinten reinlangen quasi. Auch hier ist es wieder so, dass es glitzert. Genau, und welchen Spruch ich da stempel, das ist ja ganz mir überlassen. Auch hier ist eine Anleitung mit dabei, wie ich das Ganze zusammenbauen kann. Aber da könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich nehme die auch gern her als Geschenk, wenn mal, was weiß ich, jemand, der gern bastelt oder die Nichte oder sonst wer Geburtstag hat, dann sind das super Bastelsets auch. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in den Kommentar. Wie gesagt, schaut auf die Internetseite, welche Sets gerade verfügbar sind. Und wenn ihr bei mir im Online-Shop bestellt, nehmt am besten immer den aktuellen Gastgeberin-Code her, dann gibt es noch ein kleines Geschenk von mir oben drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag euch.